Standard-Einleitung bei uns. Genau. Ja, wir wollten heute mal, wir sind wieder ein bisschen zusammen unterwegs gewesen, so. Ja. Nach dem Podtag in Leipzig. Und ja, heute war ein ganz cooler Tag. Und darüber dachten wir, wollten wir mal ein bisschen sprechen so und ein Video drüber machen. Und zwar, ja, bei mir ging es zum Beispiel heute so los, dass ich einfach aufgestanden bin, als so ein bisschen, ja, Sonne hat geschienen so. Und dann erstmal so ein bisschen Yoga gemacht, ein bisschen gedehnt und so. Und dann danach bin ich erstmal ins Skatepark und eine Runde gefahren. So. Und darüber wollten wir heute halt mal ein Video machen, so wie sich das Ganze so verändert, wie man einfach immer mehr macht, was einen erfüllt. Und bei Jesper war es genauso so. Jetzt erstmal, keine Ahnung, wie lange hast du Musik gespielt, so Gitarre und. Eben gerade, ne? Ja, genau. Ja, keine Ahnung. 1,5 Stunden oder so. Ja. Irgend so eine alte Gitarre, ja, wo eine Seite schon fehlt. Ja, von Max. Die tut echt weh zu spielen, aber es macht halt Spaß, ja, ne, so. Und das, was da ist und kein Verstärker, also so eine Akustik-Gitarre, also eine E-Gitarre, aber kein Verstärker dabei. Aber trotzdem irgendwie das einfach so das Beste für mich rausgeholt, irgendwie so, ohne drüber nachzudenken, einfach so gemacht, ja, so, ne, wie, ja, du heute Inlinern warst. Genau. Und ja, im Moment ist es bei mir, hat es wieder so angefangen, habe wieder voll Bock drauf, einfach wieder mal jeden Tag, morgen wollte ich auch gleich wieder so und einfach, ja, es tut so gut und ja, es ist halt echt eben so geworden, so auch, wenn man immer denkt, so, es dreht sich viel um Essen und so und pff, das gibt man vielleicht in den Videos mal wieder so, klar, es ist halt einfach ein wichtiger Teil, so gerade am Anfang. Und dann beschäftigt man sich eine Weile vielleicht mal intensiver damit. Aber ich finde, später ist es einfach so, so unwichtig oder eine Nebensache. Essen ist nicht das Einzige. So, Essen sollte nie das Einzige auf der Welt sein. So, es gibt so viele geile Dinge, so, die man machen kann. Ja. Und ja, in der Gesellschaft ist so viel basiert nur auf Essen. Immer nur Treffen, Essen und Dinge. Und ey, man kann sich doch mal treffen und irgendwas Cooles machen. Irgendwie klettern gehen, eine Kletterhalle, irgendwas. Völlig egal. Und das fällt halt jetzt gerade auf, wo wir so zusammen sind und wo es halt normal ist, weil wir es alle so ähnlich leben, wo wir, ja, auch so in Potlands waren und jetzt hier bei Markus sind und ja, dass man das gar nicht braucht, diese Essensbeschäftigung sozusagen, um einen Grund zu haben. Ja, genau. Oder so, ne? Das Essen ist ja nur so, ja, es ist nicht der Mittelpunkt so, es geht eigentlich mehr um den Austausch, um Gespräche, um alles Mögliche so. Ja. Auch das, was man nicht sagt, so der Austausch. So. Ja. Zwischen den Zeilen. Ja, ich meine, Ernährung ist natürlich schon so, als, ich habe mich da viel mit beschäftigt am Anfang, du ja auch. Genau, es ist halt so eine Phase. Und, ne? Und es hilft enorm, um reinzukommen, Sachen zu vertiefen und so. Ja. Aber irgendwie ist es so ein Selbstläufer inzwischen. Ja, und genau. Momentan ist nun halt, ich weiß nicht, ich esse halt so gut wie noch Mono. Ja. So, und kann man fast gar nicht drüber reden, irgendwie so. Und man braucht auch nichts mehr wissen, so. Man hat sich das alles mal durchgelesen, so. Und jetzt weiß man es so. Und jetzt macht man es einfach nur. Es geht ums Machen, so. Es ist immer so, ja, wenn viele Menschen so nur die Hälfte davon machen würden, von dem, was sie immer reden, so, dann, ja, wäre schon alles ganz anders, so. Aber ja, es ist einfach nur noch das Machen, so. Und man weiß es, man weiß, was zu tun ist so, und man weiß, wie man sich besser fühlt und muss es einfach jeden Tag umsetzen. So. Also es ist, ja, ich kann von Sport reden, ne, aber machen ist halt einfach viel besser. So. Ja. Ja, stimmt. Es ist einfach nicht zu beschreiben, so. Man muss es machen. Ja. Mhm. Und mir fällt es auch auf, jetzt wo ich 1,5 Stunden Gitarre gespielt habe, ich habe da keine Sekunde an irgendwas anderes gedacht, ja, und erst recht nicht an Essen. Ja, so wie als Kind. Weil dann bin ich beschäftigt, dann kann ich nicht weiterspielen. So. Ja. Und so kurz mal reden, aber da kann man nicht nebenbei ja noch weiterspielen. So. Aber ja, ich weiß nicht, man hat
ich weiß nicht, ich arbeite halt darauf hin, gerade, dass ich den ganzen Tag mal beschäftigt bin und Dinge mache. Ja, also genau. Was heißt beschäftigen? Das klingt jetzt brutal, weil viele beschäftigen sich, glaube ich, um mal nicht Ruhe zuzulassen. Genau. Aber das zähle ich jetzt mal auch als Beschäftigung. Also den ganzen Tag mir sinnvoll vorkommen, egal was ich mache. Und dann kommt Essen klar zwischendurch mal auf. So. Genau. Und ich freue mich da riesig drauf. Aber es, halt, es nimmt das nicht so ein. Ne? Ja. Und kriegt nicht so eine Wichtigkeit. Genau. Ja. Ja, früher als Kind war es bei mir genauso so. Du spielst irgendwie und du vergisst völlig die Zeit und dann kommt irgendwann die Mutter so in dein Zimmer und fragt dich so, hast du heute überhaupt schon was gegessen? So, keine Ahnung. So, und dann ja, erstmal was. Ja, genau. Ja. Wenn man gerade völlig im Moment ist so, und lebt, was man liebt so und einfach im Spiel oder in dem ist, was einen so wirklich erfüllt. Ja, das kennt, glaube ich, auch jeder, ne? Wenn man so richtig mal beschäftigt ist mit irgendwas und da drin verschwindet. Ja, ich glaube, das kann selbst bei der Steuererklärung mal funktionieren. Ja. Dass man da so drin ist und dann kurz aufgeht irgendwie und das durch. Gut. Gut. Du warst da stehen geblieben. Bei Steuererklärung. Ja, genau. Genau. Aber mit diesem Verschwinden, ne? Also, wenn man was macht als Kind und dann nichts macht. Also, wenn man als Kind die ganze Zeit irgendwas macht und im Moment ist, dann ist es ja auch. Ich bin gerade hochgegangen. Du merkst gerade noch. dass man nicht an Essen denkt, so, ne? Ja. Aber ich glaube, das kennt halt auch jeder. Und das kann, glaube ich, sogar bei einer Steuererklärung sein, wenn man so in irgendwas verschwindet und dann kurz mal drin aufgeht und das schon irgendwie einfach durchzieht und macht. Ja. So, und ohne drüber nachzudenken, so im Moment ist dann. Mhm. Ist es halt. Ja. Dann ist es abends und dann so, oh, ich habe noch gar nichts gegessen, so. Ja. Und. Da muss man auch nicht viel essen. So. Und jeder kennt das so, zum Beispiel über diesen Hunger auch hinwegkommen. Ne? Ja. Das kann, also das, früher war das, das war früher ganz stark bei mir so, da hatte ich ganz doll Hunger, ne? Und dann hatte ich nichts zu essen, weil ich irgendwas gemacht habe. Zum Beispiel irgendwie an meiner Schwalbe rumgeschraubt irgendwie so. Ja. Und ich wollte das unbedingt machen, so, ich hatte Bock drauf. Und dann eine halbe Stunde, Stunde später war es so, oh, ich habe ja gar nicht so viel Hunger. Ne? So. Und dann dann hält man diesen Hunger auch noch länger aus. Ja. Ne? So. Und auch wenn man in sowas vertieft ist, so man hat einfach Bock drauf, das zu Ende zu machen. Obwohl ich irgendwie mein Zimmer gestrichen hatte und hatte das so ein bisschen mit Schnüren und irgendwie so ein bisschen mit geschwungenen Formen und so alles gemalt und mit Schnur halt eben so gezeichnet. Und da war ich so vertieft und hatte einfach Bock. Ich bin irgendwie, hatte abends angefangen abzukleben und so und diese, die Linien so hinzuzeichnen. Und dann frühst hatte ich so Bock, das zu machen und habe irgendwie dann um 7 Uhr wieder angefangen zu streichen und habe irgendwie bis 11 Uhr abends gemacht. Und du bist so vertieft und keine Ahnung, du hast einfach so Bock drauf. Und ich denke auch, bis man einfach so allgemein so, ich meine, es geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, dass man nur noch macht, was man liebt. So. Ja. Ich meine, man hat so 20 Jahre sich in irgendein krankes Denkmuster oder in so eine Abhängigkeit gebracht und es geht nicht so von heute auf morgen, jetzt mache ich nur noch so das, was ich liebe und kriege dafür Geld oder so, sondern das ist halt ein Prozess, denke ich immer so. Und auch solange man da noch nicht ist, dass man wirklich nur macht, was einen so 100% erfüllt, finde ich, dann sollte man trotzdem das, was man macht, irgendwie noch genießen und auch nicht nur das tun, was man liebt, sondern auch das lieben, was man tut. Also halt, wenn ich noch was machen muss, so, kein Mensch muss eigentlich irgendwas machen, so, aber wenn ich irgendwie noch meine, so, jetzt wäre es noch sinnvoll, auf diese Arbeit zu gehen, dann wäre es doch Quatsch, so in der Zeit auf der Arbeit zu hocken und sich zu denken, so, boah, es ist scheiße hier, so, ey, ich weiß genau, ich bin da, so, entweder akzeptiere ich die Situation oder ich verlasse es, so, und wenn ich es akzeptiere, kann ich sie genießen, so. Aber ich glaube, dass es für viele echt schwierig scheint, weil dieser alternative Weg oder dass es anders auch ginge, so weit entfernt ist, gerade wenn man sowas drinsteckt, ich kenne das auch von mir früher, dass es, man denkt da kaum dran und man kann sich kaum drauf einlassen, vielleicht morgens um Halbschlaf stellt man sich's gut vor, aber sonst... Und dann, weiß ich nicht, aber so ein anderer Schritt wäre zum Beispiel, die Arbeit so ein bisschen umzustellen, dass man sagt, auf die Art und Weise ist es für mich okay. Ja, genau. So, und auch nicht alles sozusagen mit sich machen lässt. Ja, ne? Genau. Und sich das so ausrichtet. Ja, bei mir war es auch so, es hat sich so Schritt für Schritt so verändert. Ich war noch, eine Zeit lang habe ich immer im Ingenieurbüro gearbeitet, so stundenweise und so. Und nebenbei hatte ich schon immer Inliner-Workshops so gegeben, auch an Schulen. Und... Ja, das hat mir auch Bock gemacht. So, ich habe das auch studiert, weil es mir Spaß gemacht hat. Und auch die Arbeit da im Ingenieurbüro hat mir voll viel Spaß gemacht. So. Aber wenn ich dann so im Büro gehockt war und dann so draußen die Sonne scheint, so, dann dachte ich mir lieber so, jetzt würde ich lieber so auf Inlinern stehen und irgendwie Kids zeigen, wie man Inliner fährt. Macht mir viel mehr Spaß. So. Und
dann habe ich das halt immer mehr runtergeschraubt und habe immer mehr Inliner-Kurse und so gegeben. Und ja, es macht mir einfach noch mehr Spaß. So, keine Ahnung, ich werde dafür bezahlt, dass ich mache, was mir Spaß macht. So, ich würde es ohne Geld machen. So, es ist ja genial. So. Und was bei mir auch so ist, was so ein falsches oder was so ein falsches Denkmuster vielleicht auch ist, dass es gibt nicht die eine Sache. Und es gibt auch übers Leben lang gibt es auch nicht die Sache oder so, ne? Ja. Sondern für mich fand ich es auch richtig geil, einfach einen möglichst bunten Alltag zu haben, was so jetzt, sag ich mal, die Geldverdienseite angeht. Ja. So, da hatte ich war selbstständig, habe als Baumfäller gearbeitet, ja, und dann habe ich als Polzer gearbeitet, das habe ich gelernt, ja, und nebenbei habe ich kleinen Kindern Gitarrenunterricht gegeben, ja, ab und zu habe ich Konzerte gespielt, mhm, so, und aber im Prinzip waren es die ersten drei Dinger, und ich habe halt gemerkt, dass mit dem Gitarrenunterricht, das macht mir viel mehr Spaß, ja, ich kriege sogar noch ein bisschen mehr Geld dafür, aber ja, egal. Ja, völlig egal, so, genau. Echt egal, ja, weil das andere, da bin ich genauso aufgegangen, aber das war halt so, da war ich drei Tage die Woche mit beschäftigt, so mit den Bäumefällen. So, und dann habe ich halt einfach das mir so mit der Zeit so umgebaut, dass ich irgendwie das so gleich verteilt war, so, ja, wie es, genau, für mich passte. Ja. Und somit hatte ich im Abwechslung, so macht es Spaß, auch, ja, morgens aufzustehen. Genau. Und dann macht's echt Bock, so aufzustehen, ja, weil du sagst, boah, das ist schon ein geiler Tag, ja, so, ne? Ist nicht so wie gestern, ja, und so, und, ja, immer wieder neu, so, ne? Genau. Ja. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube, dass man, und das ist, ja, man sieht das ja auch mit der Zeit, das ist einfach, es ist nicht mehr aktuell, schon seit langem nicht mehr aktuell, war es jemals aktuell, aber dass man wirklich so eine 40-Stunden-Woche eine Tätigkeit macht. Ja, so, eben. Da kommt man auch in so eine Lethargie rein. Ja, so, ne? Ja, das ist dieses Optimalisieren und alle Prozesse auseinandergliedern, so in der Produktion. So. Klar, wenn ich jeden Tag eine Handbewegung mache und einen Kleber auf einen Karton klebe, so, klar, werde ich da irgendwie doof und habe keinen Bock mehr aufs Leben. So. Aber wenn du irgendwie ein ganzes Produkt schaffst, so, oder den ganzen Zyklus von irgendwas siehst, dann erfüllt dich das auch noch viel mehr, wenn du irgendwie ein Produkt siehst oder, ja, wenn du einfach den ganzen Prozess, so, früher haben die Menschen auch noch viel mehr selber gemacht und dadurch schätzt man auch die Dinge viel mehr, ja, allgemein. Man muss auch sagen, ja, ich finde, es hat sich ein bisschen verändert. Früher war das noch so halt so ein Familienbetrieb oder so ein, ja, bisschen familiär, dass sozusagen, sagen wir mal, schwache Mitarbeiter, die nicht ganz so die Produktivität haben wie andere Mitarbeiter, ja, dass die mit durchgezogen wurden, jetzt böse formuliert, halt, ja, weil der gehört ja mit zur Familie, so, ne? Und der kriegt trotzdem irgendwie das Gehalt und alles Mögliche und kriegt nicht die härtesten Aufgaben und so, ja, weiter. Und heutzutage haben diese Personen keine Chance mehr in, ja, bestimmten Betrieben. Das ist einfach so, nee, es geht nach Effizienz und dann wird jemand eingestellt, der für noch günstiger, mhm, arbeitet oder noch schneller arbeitet. Ja, so, und es macht einfach keinen Spaß mehr. Ja, aber ich sehe den Wandel, ja, halt, dass es, ich habe mit so vielen Firmen zusammengearbeitet und in meiner Selbstständigkeit und gerade, ja, viele junge Firmen, so, die so zwischen 30 und 40 sind, so, die haben ein paar Mitarbeiter und häufig läuft es halt über Subunternehmer, wie ich zum Beispiel, ja, mit meiner Selbstständigkeit, ja, aber die sind so locker drauf. Und das Ganze ist wieder auf Vertrauen aufgebaut. Mhm. Da ist es so, ja, du machst nur das, wo du selbst dich in der Lage zu siehst. So, ne? Ja. Du machst nicht mehr Überstunden oder so. Und jetzt ist Pause, so, weißt du? Ja. Und dann, weiß nicht, auch selbst vom Kunden war das so, dass der Chef gesagt hat, nee, wir kommen heute nicht mehr, weil die eine Baustelle länger dauert sozusagen. Ja. Und dann hat der Kunde gesagt, was geht denn ab? So, das war vereinbart und so. Und dann sagt der Chef, soweit, nee, das verstehe ich, aber tut mir leid, meine Mitarbeiter gehen davor, ja, und dann, ja, so, hat der Kunde gesagt, nee, machen wir kein Geschäft, so, und dann hat mein Chef gesagt, okay, so, ne? Kein Problem, genau, so, ja, nee, mit solchen Leuten würde ich dann auch kein Geschäft, ja, machen, voll gut, so, und dann wurde es dunkel und dann wird es gefährlich zum Arbeiten und dann hat, ja, irgendwie mein Chef gesagt, so, nee, wir machen morgen weiter, ja. Andere Chefs würden sagen, wir ziehen das jetzt durch hier, lass uns einfach reinhauen, so, hier, genau, Mitarbeiter des Monats, so. Jetzt hauen wir nochmal richtig rein, so anderthalb Stunden, und dann, ja, könnt ihr morgen irgendwie eine Viertelstunde eher später kommen, so. Aber es war halt so, wir machen jetzt Schluss, ja, so, ja, und ihr schreibt euch noch die letzte Stunde komplett noch so mit auf, und dann sehen wir uns morgen hier wieder, so. Ja, das, und es ist halt so, und da arbeitest du dann total gern und bist voll, ja, dabei, so, genau, ne? Und ich merke diesen Wandel total, dass das am Kommen ist. Ja. Fast mit jeder Firma, mit der ich gearbeitet habe, die sind so drauf, und die nicht so drauf sind, da sieht man, dass das Arbeitsklima eingeht, dass die Produktivität runtergeht, das insgesamt, genau, fährt so runter. Ja, die Gesichter schon, so, schon. Die schleppen sich zur Baustelle so, ja, weil dadurch, dass ich irgendwie so als Polzer gearbeitet habe, habe ich, ja, verschiedene Gewerbe kennengelernt, so auf dem Bau, auf der Baustelle zum Beispiel, ja, und da sieht man das. Ja, auf dem Bau, ich habe es ja mitbekommen, so, ey, jeder, die Baufirmen, alle Subunternehmer, und dann
Das war einfach nur schlimm, alles billig und schnell bauen und so und Ja. Ja, effizient und Zeitarbeit ist genau. Lautsort, ne? Hauptsache. Ja. 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 Und ja, Ja, was ich zum Wahnsinn. Beispiel cool finde, wir sind gerade ja, zu Gast bei einem Freund und Ja. ja, aber irgendwie ist es genauso so, er hat eine eigene Firma und ja, es ist schön zu sehen, so wie die miteinander umgehen, so, es ist Ja. einfach genial. Ja, da ist ein ganz anderes Arbeitsklima, so, es ist ja, es ist so, er muss seine Mitarbeiter so zwingen, dass sie mal ein bisschen ruhig machen und runterschalten so und jeder hat einfach immer Lust zu arbeiten so. Und das ist auch das so, weil was hast du denn als Chef davon so? Gehst du auf eine Arbeit, hast vielleicht ganz gute Zahlen so auf deinem Papier stehen und dann gehst du in die Arbeit und hast einfach immer nur Stress und ja, steißt jeden an und so, ey, was erfüllt es einen so? Was gibt es einem dann am Ende so? Und hast keine Zeit mehr für deine Familie oder so und ja, was Ja, kommt bei raus so? ist auch Und cool, deine ja. Gesundheit geht runter oder so. Ja, also ich finde es echt toll, so viel mehr, so viele Leute checken das, Ja, schon. Fett. dass nur dieser Weg längerfristig irgendwie tragbar ist, für die Ja, eigene Gesundheit genau, man alleine. macht sich einfach kaputt So, ja, sonst. Ne? genau. Ja. Und am Ende wird es eh viel effektiver, wenn man wirklich was aus einer reinen Freude aufbaut und aus Erfüllung so. Und es ist auch völlig Ja. wurscht, wenn die Sache schief geht so. Das ist wie mit Kindern so am Strand, bauen eine Sandburg so und danach springen sie drauf und machen sie kaputt so. Es war einfach schön, das zu schaffen so. Und ja, das ist das so. Man muss loslassen können auch wieder so. Und dann sagt der Vater so, oh, jetzt hast du die Sandburg zerstört so. Warum hast du das gemacht so? Ich will sie doch nicht verwalten so. Da habe ich doch nur Ärger mit so. Ich habe doch ja, wenn du wieder was geschaffen hast, so musst dich wieder darum kümmern so und einfach loslassen so und kommen lassen das Nächste und es kommt immer bessere Sachen einfach. Ja, und wenn Ja. der Sinn da ist, also wenn man sich sinnvoll mit seiner Tätigkeit vorkommt, Ja. dann kommt da auch Dankbarkeit zurück. Ja, Es ist ja in der genau. Berufswelt jetzt nicht so, dass unbedingt die Sandburg weggespült wird und dass man jeden Job Ja, umsonst eben. macht, sondern dass man ja schon, naja, dass man sich gezielt aussucht, was will ich hier machen, was will ich kreieren und hat das überhaupt Sinn oder Ja. Nachhaltigkeit? Und umsonst ist eh nichts, So. denke ich. So die Erfahrung hat man ja dabei gemacht. So wie ich es Das dann so oder baue und wenn so. nicht, nimmt man es ins nächste Projekt mit. So das Wissen kann mir keiner nehmen. So Geld, keine Ahnung. Vielleicht gibt es morgen eine Inflation. So das ganze Geldsystem ist ja ein bisschen anderes Thema, aber es kann ja morgen passieren. Ne? Geld ist nichts mehr wert. So dein Wissen ist immer was wert. Und die Bildung in sich selbst zu investieren, so das kann der wichtigste Schritt oder ist der wichtigste Schritt, so, um sich eine Zukunft zu sichern. So, alles andere ist einfach unsicher, Ja. so. Ja, und was ich jetzt nur nochmal sagen will, was anderes. Und zwar, ich mache ja ein bisschen einen anderen Weg, wo man jetzt nicht sagt, das ist so ein Berufsweg jetzt gerade, Ja. sondern ich habe meine Wohnung gekündigt, bin am Rumreisen und möchte halt Leute irgendwie durch meine Videos inspirieren, ein bisschen Musik nebenbei Ja. machen und die auch einfach for free Ja. raushauen. Und es ist halt so, dass ich jetzt ständig schreiben mich Leute an, habe ich dir vorhin Ja, vorgelesen, genau, ja? ist gut. So ein Typ aus der Schweiz, der meinte Ja. so, ich finde es auch cool, was du machst. So für Kost, du kannst ja gerne, Ja. kriegst hier Essen und eine Unterkunft, komm gerne vorbei, wenn du Lust hast. So. Ja, Und cool. es ist so, zu dem Thema, was ist Geld und so Ja, weiter. Wenn Geld. man seinen Weg geht und das macht, wo man derzeit, ne, das ändert, kann sich ja auch immer ändern, derzeit drin aufgeht und wo man Spaß Ja. hat, so, ne, dann kommt alles auf einen zu. Ja, genau. Es kommt alles wieder zurück. Umso mehr du gibst, umso mehr kannst du geben. So. Es muss alles immer im Fluss sein. So. Wenn du nichts loslassen kannst, dann kann nichts Neues nachkommen. So. Dann staut sich's. Und Ja. hier, jetzt sind wir hier bei Markus, können hier umsonst wohnen, Ja. haben sogar ein eigenes Zimmer jeder. Ja. Und davor war ich in Stuttgart eine Woche, in der Nähe von Stuttgart. Ja. Und da waren auch zwei so eine Freundin von mir, die ich auch über YouTube kennengelernt habe. Und die haben mich halt auch eingeladen, auch das ganze Essen komplett eingeladen. Ja, voll Und ich wollte es halt eigentlich zahlen. Und die so, nee, ich würde es cool. voll gerne zahlen. Und das ist halt so, ich glaube, dass ich einfach durch meine Anwesenheit die so auch inspiriere, Ja. dass sie das total gerne machen. Und ich weiß nicht, so mit, ja, was muss ich überhaupt an Geld verdienen, ne? Ja. Also, und du kannst vieles ergibt sich so. So. Eben. Dann bleibt noch So, Krankenkasse und manchmal ja. Geld über und manchmal Tickets bei mir gerade so. Genau. Ja, der eine, keine Ahnung, der eine hat einen Garten, lädt dich ein, so kannst den ganzen Tag kostenlos Früchte essen und Stimmt ja, so. Es genau. ist, ja, ich meine, es ist völlig egal so und Geld ist auch nichts Schlechtes so. Es Ja, ist auch klar. immer so ein Ding, wo viele drin haben so, oh, Geld ist was Schlechtes und du dürfst nicht reich sein. So, Geld ist einfach neutral, Geld ist, keine Ahnung,
das ist nichts Schlechtes so. Ich denke, viele Leute machen sich einfach auch unbewusst noch zu viel Sorgen um Geld und Geld ist einfach zweitrangig. Und dann heißt es wieder, ja, aber wie finanzierst du es? Oder wie kommst du dann klar? So, ich weiß einfach, dass immer für mich gesorgt ist. So. Ich weiß es so, dass ich bekomme, was ich brauche und ich bin mit dem zufrieden, was kommt. So. Und es kommt viel mehr, als ich brauche, wenn du dich wirklich ja, gehen lässt und dich darauf einlässt. Ja, ist wirklich so. Ja. Ja, das ist tief drin bei uns, das Gelddenken. Ja, total. Das ist so. Ich merke das bei mir auch zwischendurch mal. Aber, ja. Aber ja, das kommt dann doch so gerade nicht mehr so wirklich. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ja, wenn man mehr mal ausgibt, dann denkt man das kurz, ne? Aber dann auch auf der anderen Seite gibt man manchmal zwischendurch nicht so viel aus und dann passiert es einfach so jetzt die letzten Zeit und jetzt. Und wenn nichts wegfließt, dann kann auch nichts nachfließen. So. Ja, genau. Es ist so, es muss im Fluss sein. So. Und dann einfach machen, was einen erfüllt, so immer mehr. Und das ist auch sowas, so, oh ja, wie verdiene ich damit Geld? So, dann denken die Leute, erster Punkt, so, wie verdiene ich dann Geld mit dem, was ich liebe? So. Das sollte gar nicht so, bei mir war es halt genauso so, ich war im Skatepark und dann ich habe einfach nur gemacht, was ich liebe. So. Ich habe einfach gemacht, was mir Spaß macht. So. Und dann habe ich zwei Geile getroffen und die haben dann so gesagt, so, ja, sie geben halt Inliner-Kurse an Schulen und so. Und ich habe gesagt, ja, cool. Und dann haben sie halt gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte. Und dann habe ich das mal ausprobiert und habe da mal ein paar Mal zugeschaut und das dann gemacht. Und es macht einfach total Spaß. Und ich habe nicht mal daran gedacht, so damit Geld zu verdienen. So, ich meine, Inliner, ich meine, selbst mit Skateboard kannst du als Profi kein Geld verdienen oder so. Ja, und mit Inliner fahren, da kannst du dir, ja, kannst dir vielleicht gerade so die Reise dahin zum Contest leisten, so. Aber damit kannst du kein Geld verdienen, so. Und ich habe auch gar nicht dran gedacht, so. Ich war einfach im Skatepark und es hat sich so ergeben. Und ja, und egal, um was es geht, so, wenn man das dann einfach macht, was weiß ich, wenn du gerne singst, wenn du gerne, keine Ahnung, tanzt, du gehst in irgendein Studio rein und verbindest dich mit den Leuten und machst es einfach und irgendwie ergibt sich das schon, musst dich einfach mal drauf verlassen und dann auch nicht erwarten, so, dass es von heute auf morgen so passiert. Also ich meine, du machst gerade 40 Stunden irgendwie vielleicht nicht das, was dir so entspricht und dann erwartest du, dass es von 40 Stunden auf null zurückgeht und dann nur noch das, was du liebst, so, dass du deinen Job von heute auf morgen kündigen kannst. Das ist dann vielleicht erstmal runterschrauben, so ein bisschen die Zeit zum Selbstreflektieren nehmen und viele wissen ja noch nicht mal so, was sie wirklich so erfüllt. Ja, so. Ja, genau, das ist halt, man muss erstmal ein bisschen rein und ein bisschen gucken, weil das ist echt, glaube ich, ein großes Thema, dass viele es nicht wissen. Ja, so. Genau, also sich erstmal selbst kennenzulernen. So. Ich meine, man kann sich natürlich an seine Kindheit zurückerinnern, aber ich kenne auch viele, die sagen, ja, weiß ich nicht. Ja, schon. Und ich glaube einfach mal, was einem derzeit vielleicht irgendwie mal ein bisschen Begeisterung hat, ein bisschen mehr Begeisterung hat als ja, genau, dann geht man halt immer mehr so. Ja, genau, dann geht man und dann merkt man vor allen Dingen. Ja. Und dann macht vielleicht das mehr Spaß als das noch, wenn du in eine Kletterrichtung gehst und sagst, wow, Bouldern macht mir vielleicht mehr Spaß als im Gebirge oder so und dann findest du vielleicht so dein Ding, egal um was es geht. So, Und die ersten Sachen, da ist man auch nur so ein bisschen mit drin, weil man sagt, ah, ich will jetzt, ne? So eine Flucht aus irgendwas raus. So, ne? Das ist halt auch ganz klar. Aber wenn man dieses, wenn man das irgendwann ablegt oder versteht, ne? Dass das, dass man da nicht aus irgendwas, dann ist es schwierig, da rauszukommen, wenn man da schon irgendwie auch länger drin ist. Ne? Aber wenn man einfach dann wirklich da drin ist, was man macht und dann nicht solche Gedanken hat, von wegen, sollte ich vielleicht eher da oder das war doch nicht verkehrt oder vielleicht ist das richtig oder das, weil dann ist man, dann steht man ja gar nicht sicher. So, ne? Und wenn man sich wirklich dabei ist, dann kommt es, dann trägt es Früchte. So. Mhm, genau. Ja. Ja. Ja, ich glaube, es braucht nur zwei Dinge. So, ne? Ich glaube, es man muss nur authentisch sein und es teilen. So. Ja. Und dann ergibt sich alles. Ja, schon, genau. Und gar nicht, keine Sorgen zu haben, so, wenn man mal was gibt, so, oh, kriege ich da wieder was zurück, so völlig was zu geben, weil es dir eine Freude bereitet und nicht dem anderen. So. Ja, genau. Einfach aus, Und sich da keine Sorgen machen, oh, da habe ich dann noch genug, wenn ich jetzt was abgebe. So. Ja, dann, wenn man so denkt, dann wirst du nie genug haben. So. Du musst es auch loslassen können und
Aber es ist auch so eine, ist gerade diese Freude, das abzugeben. Ja. Anfangs sieht man es nicht ganz so, aber wenn man es dann macht, ist es richtig gut. Ja. Ich habe mir letztens Erdbeeren gekauft, irgendwie so. Und oft macht es mehr Spaß, die zu verschenken, als sie selber zu essen, weil sich der andere so viel mehr drüber freut gerade. Aber so, das war so, ich habe halt, das war meine erste Mahlzeit, so, ich habe, war 12 Uhr, 1 Uhr oder so. Ja. Und dann ein Pot Erdbeeren für 6 Euro, Bio-Erdbeeren, die waren richtig gut, ne? Und dann treffe ich so Freunde, da weiß ich halt auch so, die lieben alle Erdbeeren, so. Sitzen da schon hungrig, 4 Leute. Ja. Und dann, weiß nicht, und ich so, na gut, dann haben wir die geteilt so und es war einfach so, es war richtig, ich habe mich voll gefreut, das dann zu machen und ja, so schön. Und es war auch okay, ich habe mich dann auch super darüber gefreut, dass ich nicht so viele mittags gegessen habe. Ja, und, eben, das ist dann auch ein bisschen mehr gefastet habe dadurch so oder nicht so viel halt so Verdauungsarbeit. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, zu tun, was man liebt. Ja. Und weil tun heißt, damit verbringst du deine Zeit. Ja. Genau. Ja. Und nicht vor sich selber wegrennen, sondern sich auch mal mit sich selbst konfrontieren und rausfinden, so, wovor hat man eigentlich Angst, so, wovor hat man, ist man weggerannt, so, und was will ich wirklich so, was, ja, genau, und dann auch zu lernen, so ja und nein zu sagen, so alles halt so einfach, so die Dinge so zu sagen, wie man es meint, so ja sagen, wenn man ja meint und nein sagen, wenn man nein meint, so, genau, und sich da nicht, kann man auch korrigieren, ne, genau, kann man auch wenn sagen, wenn man sich erst unsicher war und dann sagt man halt so, ey, sorry, ja, ich war mir unsicher und hab deswegen eigentlich nein gesagt, aber irgendwie habe ich doch nicht so ein gutes Gefühl, wo man es nicht überlassen soll. Und der andere versteht einen dann auch immer so. Ja, so oder denken, vielleicht nicht. Diese Unehrlichkeit, und selbst wenn nicht, aber diese Unehrlichkeit, so klare Verhältnisse schaffen, ist einfach genau, das, wichtig. Das ist wichtig, ja. Genau. Ich meine, ich habe jetzt das von ein paar gehört, denen schwerfällt, Nein zu sagen. Ja, ging mir vor. Und dann haben sie erstmal ja gesagt, ja, ich komme mit auf diese Feier. Ja. Und dann haben sie im Nachhinein dann doch noch abgesagt, was ihnen super schwer fiel. Ja. Und dann waren die anderen super beleidigt. Mhm. Aber es ist halt, weil sie oder gewohnt, auch dieses so sagen, weil sie gewohnt sind, dass die Person immer ja sagt, ja, weißt du, und dann, wie, jetzt sagst du auf einmal nein. Ja, genau, und dann so. Scheiße, ja. Ja. Ja, und dieses... Entschuldigung, ich jetzt hab's richtig. Nee, egal, kommt vielleicht wieder, wenn es richtig ist. Ja. Ja. Man wird auch auf seinem Weg unterstützt, ne? Das ist ja gut. Ich habe, ich will ja, ich hole mir demnächst eine Gitarre und will so ein bisschen Musik komponieren, die ich dann so ins Internet stelle. Und jetzt habe ich mir ein Aufnahmegerät gekauft, ich habe mir noch keine Batterien gekauft, irgendwie, weiß nicht, hatte ich da das Geld nicht oder ich weiß es nicht, ich wusste nicht welche und so. Und jetzt bin ich hier, irgendwie, das ist jetzt 2 Wochen später, ich habe nicht mehr dran gedacht. Ja. Und jetzt kommt Markus und gibt mir irgendwie die besten Batterien, die es auf dem Markt gibt, die er noch über hat, irgendwie so. Braucht er nicht mehr, weil er viele von hat, so. Ja. Und ja, kriege ich einfach geschenkt hier. Zack. Ja. So geil, man braucht sich um nichts kümmern, so. Ja. So einfach, ich weiß nicht, es fühlt sich für mich so gut an, das jetzt zu machen, demnächst irgendwie so die Musik aufzunehmen und das so umsonst ins Internet zu packen, so. Und ja, es kommt einfach. Schon. So. Ja. Ja, ich habe auch wieder voll Bock. Gelten in deiner Form und wieder mehr Sport. Ja. Ja. Das ist ja auch so, bei dem Mixer war das ja auch so. Der ist ja kaputt gegangen. Ja. Durch irgendeinen dummen Zufall. Ja. Kriegst auch Aprikosen keinen, hat jemand rein. So. Und ja, kriegst auch einfach neun. Ja, genau. So, ja. Und fertig. Genau. Zugeschickt wurde. Gar nicht drüber nachgedacht, genau. Wieso gar nicht so viel Sorge daran verschwendet ja, oder ja, so. Eben. Ja. Gibt sich schon alles. Und wenn nicht, dann hätte sich was anderes ergeben. So. War es vielleicht nicht der Richtige oder so. Ja. Ja, ist wirklich so. Im Endeffekt, alles gut so. Ja. Aber vorsichtig damit.
Stimmt. Ja. Ja, waren schöne abschließende Worte, ne? Ja. Wo auch immer wir hier in dem ganzen Video gesprochen haben. Aber ja. Ja. Alles ist gut. Alles macht's ist. Gut. Ja. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Und tschüss. Schön immer abwechselnd in die Hand. Hi. Gut, gut. Cool. Oh, diese Mücken. Oder diese Fliegen. Die ganze Zeit hier. Bei dir auch? Es geht gerade. Schauen wir eigentlich noch Film? Oder? Die mache ich zuletzt Special Effekt.